Diese Spezialeinheit, Ihre Idee? Für Colonel Bill Kelly beginnt eine schwere Aufgabe. Aber Sie sind der Beste und ich brauche den Besten. Mit 4 jungen Marines eine neue Einheit aufzubauen, erfordert Begeisterung. Dann gewöhnt euch langsam an mich. Und vollen Einsatz. Und wenn wir angegriffen werden? Schießen wir eben zurück. Atemberaubende Action. Gleich. Pensacola. Flügel aus Stahl. Bisschen Nebel. Wir sind am Treffpunkt. Verstanden. Komm schon, Ryger, häng dich endlich dran, mach schon! Ryger, bist du fertig? Ryger! Ryger, kommen Sie! Na los, nicht trödeln! Okay, zieht uns hoch! Es geht los! Stinger One! Warten Sie noch nicht hochgehen! Gehen Sie wieder runter! Range Control, hier ist Stinger One. Erbitte Rettungswagen auf dem Rollfeld. Ein Mann verwundet. Raven 3, Gegner auf 2 Uhr, ich greife an. Raven 3, Raven 1, den übernehme ich, dauert nur eine Minute. Raven 1, Raven 3, Zweikreiskampf, ich bin oben, Druck verstärkt sich. Raven 3, Raven 1, Gegner in Sicht, unter Druck kommen die besten Eigenschaften zum Vorschein. Raven 1, hier Tracer 1, ich hab sie im Visier. Nicht mehr lange, Tracer, sie sind zu langsam. Waren Raven One. Ich muss sie leider nach Hause schicken. Oh Mann, verdammt! Ich bin angeschissen. Wer war das? Ich bin der Mann vom Pizza-Service. Bei mir wird pünktlich geliefert. Raven Team, hier Raven One. Die Jagd hier oben scheint gelaufen zu sein. Wir kehren um und, warten Sie. Meine Warnleuchte meldet so eine Art Fehlfunktion. Keine Fehlfunktion, Raven One. Sie sind gerade von Tracer 2 abgeschossen worden. Das ist eine Tatsache, Sir. Verflucht, das soll mich doch einer. Da habe ich versucht, die Kiste auszubalancieren. Das war gar nicht so einfach. Das kann ich mir vorstellen.
guten Morgen, Colonel. Geben Sie lieber Acht, wo Sie hinfahren, Marine. Sir, ich habe nicht die Straße überquert, ohne mich umzusehen. Das ist eine Tatsache. Was haben Sie da gesagt? Ich sagte, das ist eine Tatsache, Sir. Dann waren Sie Tracer 2, habe ich recht? Ja, Sir. Reife Leistung, Marine. Schlechten Tag gehabt? Gute Neuigkeiten verbreiten sich schnell. Guten Morgen, Ma'am. Guten Morgen. Sie kennen doch Colonel Ballinger. Flüchtig. Ich habe ihn jetzt eine Weile nicht mehr gesehen. Scheint von der Bildfläche verschwunden zu sein. Sie und ich statten ihm einen kleinen Besuch ab. Wir beide? Ganz recht. Und wo? Im Krankenhaus. Er ist übrigens nicht von der Bildfläche verschwunden. Er hat angefangen, eine neue Einheit aufzubauen. Versuchsweise. Colonel, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was Sie von mir wollen. Im Grunde kenne ich Ballinger kaum. Ich weiß, aber ich halte es trotzdem für sinnvoll. Betrachten Sie es als eine Einführungsveranstaltung. Was soll das heißen, Einführung? Ich möchte, dass Sie für ihn einspringen. Colonel! Colonel Hodges! Wie fühlen Sie sich? Wie sehe ich aus? So schlimm, ja? Ah. Sie kennen Lieutenant Colonel Kelly. Ja, wir kennen uns. Hallo. Wollen Sie nicht Ihre Leute vorstellen, Colonel? Nein. Nein, das können Sie schon selber tun. Ich musste Ihnen schon zeigen, wie man sich die Schuhe bindet. Wir wollen mal nicht übertreiben. Als nächstes kommt dann wohl das Alphabet. First Lieutenant Annalisa Lindstrom, Sir. Hallo. First Lieutenant Wendell McCray, Sir. First Lieutenant A.J. Conaway, Sir. So, das wäre geschafft. Und jetzt verkrümelt euch. Keine dumme Erfindung, was? Gute Besserung, Sir. Und nicht so viel naschen. Und? Ist er das? Zumindest hoffe ich das. Und er ist zufällig gerade im Zimmer, also könnten Sie sogar mit ihm selber sprechen. Und warum schleppte ihn dann sonst zu Ballinger? Er war nie eng mit Kelly befreundet. Die beiden kennen sich, klar, aber nur oberflächlich. Bestimmt soll er ihn nur vertreten, bis er wieder auf den Beinen ist. In seinem Alter kann sich das eine Weile hinziehen. Das Rückgrat soll was abgekriegt haben. Was genaueres wissen Sie aber erst, wenn Sie aufschneiden und in mir rumstochern. Entweder bin ich in 4 Wochen wieder auf dem Posten oder mir blüht ein halbes Jahr Reha. Egal, wie es läuft. Die Einheit kann unmöglich so lange warten. Sie tun so, als ob ich der Einzige weit und breit wäre, der ihn vertreten könnte. Sind Sie nicht. Aber Sie sind der Beste. Und ich brauche den Besten, genau wie die 3 jungen Offiziere. 4. Es sind insgesamt 4. Getroffen habe ich bloß 3. Einer war mal wieder neben der Spur. Das kommt übrigens häufiger vor. Bobby! Wie geht's ihm denn? Besser als uns, würde ich mal vermuten. Was soll das bedeuten? Nur keine Panik. Colonel Ballinger geht es soweit ganz gut. Aber was weißt du über einen gewissen Colonel Kelly? Wieso? Weil der mit Hodges gerade den Colonel besucht hat. Ach, Unsinn. Das muss doch weiter nichts heißen. Ihr spinnt hier. Du kennst doch Hodges. Die hat immer Hintergedanken. Ihr meint, er wird Ballingers Nachfolger? Deutet jedenfalls eine Menge darauf hin. Oh, verdammte Kacke. Ich bin geliefert. Ich hab gedacht, du führst einen Freudentanz auf, weil der Kerl auch Flieger ist. Ich hab ihn eben auf dem Parkplatz fast über den Haufen gefahren. Und davor hab ich ihm beim Fliegen den Arsch aufgerissen. Oh, Mann. Ich bin Marine und ich bin Flieger. Ich eigne mich weder zum Lehrer noch zum Kindermädchen. Wer sagt, dass die Aufgabe so etwas erfordert? K.
Colonel, darf ich vorschlagen, dass wir die Förmlichkeiten ausnahmsweise mal aus dem Spiel lassen und Klartext reden? Sehr gern. Diese Spezialeinheit war Ihre Idee? Ja. Wird der Plan von allen Seiten unterstützt? Nein. Der General war aber bestimmt davon angetan, oder? Nein. Glauben Sie nicht, dass Sie mit der Sache Kopf und Kragen riskieren? Diese Ansicht wird ab und zu geäußert, ja. Kaffee? Nein, danke. Reizend. Ihre Enkeltochter? Patricia Joan, 4,5 Monate alt. Wie geht es Ihrer Tochter? Okay, nächste Frage. So schlimm wird es doch wohl nicht sein. Okay. Dann kommen wir jetzt zur abschließenden Frage. Sind Sie dabei oder nicht? Colonel, Sie können nicht erwarten, dass ich mich so früh entscheide. Ich muss die Leute erst kennenlernen, dann kann ich Ihre Frage beantworten. Ich glaube, ich bin ein guter Soldat. Ich bin außerordentlich pflichtbewusst, Sir. Es gefällt mir sehr gut hier. Ich kann nicht sagen, was ich lieber machen würde. Ausgezeichnet, Sir. Ich will Testpilot werden, Sir. Ich glaube, ohne Militär käme ich mir verloren vor, Sir. Am Kampfgeschehen teilnehmen. Ich kann es kaum erwarten, Befehle erteilen zu können. Es gibt nicht besonders viel, was mir hier nicht gefällt, Sir. Ich würde sagen, das Essen. Darüber will ich nicht sprechen. Ich habe einen 4-jährigen Sohn, der zur Welt kam, als ich noch zur Schule ging. Ja, das erste Mal, als ich sah, wie einer meiner Kameraden im Einsatz umgekommen ist. Das fand ich zuerst sehr erschreckend. Immerhin war das ja eine ganz neue Erfahrung. Ich denke nie über den Tod nach. Militärische Vorbilder, meinen Sie? Dann würde ich sagen, die Infanterie des 54. Regiments von Massachusetts. Wie Sie wissen, war das die erste schwarze Infanterie. Ich bewundere Patton. Mein Vater, Sir. Ich glaube, das wäre Christa McAuliffe. Die Frau, die bei der Challenger-Katastrophe ums Leben kam. Sie ist jemand, mit dem ich mich sehr verbunden fühle, weil sie genau an meinem Geburtstag starb. Die Beziehung zu meinem Vater. Ich habe ihn nicht gesehen, seit ich 3 bin. Also ich fühle mich da eher als eine Art große Schwester. Ich kann damit gut umgehen. Und ich lebe richtig auf, wenn ich im Gefecht stehe. Sir, für mich liegen die Stones klar vorn. Beatles von montags bis donnerstags danach sind die Stones angesagt. Die Doors, Sir. Sir, mit Verlaub gesagt, Earth, Wind and Fire sind die besten. Ich bin bereit, mein Leben aufs Spiel zu setzen. Ich wurde vereidigt, diesem Land zu dienen und es überall nach Kräften zu verteidigen. Ich habe damit keine Schwierigkeiten. Und das werde ich auch tun. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass Sie nicht zufällig hier sitzen. Ganz recht. Verfolgen Sie die Sportnachrichten? Ab und zu. Warum? Es hat eine Zeit gegeben, da konnte der Schlagmann Ted Williams die Naht von einem Baseball erkennen, der mit 150 Sachen auf ihn zuraste. Doch dann kam irgendwann der Tag, an dem er diese Naht nur noch verschwommen sah. Soll das heißen, dass meine Zeit als Flieger vorbei ist? Haben Sie mich deswegen für diese neue Aufgabe auserkoren? Ich habe Sie auserkoren, weil ich Dan Ballinger für eine Seele von Mensch halte, der bei diesen jungen Leuten wunderbar ankommt. Sie brauchen aber keinen Kumpel, der Ihnen auf die Schulter klopft. Sie brauchen eine Führungspersönlichkeit. Jemanden wie Sie. Na, wenn das so ist, Colonel, dann bekommen Sie auch so einen. Los! Herunter! Unten bleiben!